Hey Leute, ich bin's Conny. Heute gibt's schon wieder einen Stream-Ausschnitt aus Big Paintball. Viel Spaß! Rasiert, Leute. Jetzt wird rasiert. Wir stellen hier einfach mal ein Geschütz hin, zweites. Wir machen das Radar an, damit wir wissen, wo die Gegner sind. Und dann werden die rasiert. Oh, er wurde weggemacht. Okay. Please. Hä, warum sind jetzt meine Mates da oben auf dem Turm drauf? Hört auf, die Gegner zu rushen. Das hat keine Ehre. Oh, und jetzt wurde ich weggesniped. Er ist einfach die ganze Zeit nach links gelaufen. Andere Leute AD-AD'en, laufen nach links und rechts. Aber er läuft einfach nur nach links. Und dadurch habe ich ihn nicht getroffen, weil ich immer nach rechts von ihm gezielt habe. Aber diesmal habe ich damit gerechnet, Bro. Diesmal habe ich damit gerechnet. Jetzt werdet ihr weggemacht. Jetzt werdet ihr so weggemacht. Okay. Hab dich. Und hab dich nicht. Ich auch nicht. Immer noch nicht. Ich bin zu schlecht. Aber ich mache jetzt einfach diesen und dann sehe ich die Gegner besser. Und dann hole ich mir dich. Aha. Dich da. Oh, oh, Digga, das war nicht mein Abschuss. Das war nicht mein Abschuss. Ich bin gerade stehen geblieben, um es zu zelebrieren. Oh, aber wenn das mein Abschuss gewesen wäre. Oh, das wäre so nice gewesen. Ah. Einmal fühle in den Chat, please. Einmal fühle in den Chat. Oh, ich habe viel zu weit vorgezielt. Viel zu weit vorgezielt, Leute. Das hat ja gar keinen Sinn gemacht. Aber was ich jetzt mache, was schon Sinn machen sollte. Ich stelle hier ein Geschütz hin, falls die Gegner vorpreschen. Hä? Nicht getroffen? Es hat nicht getroffen und dann wurde ich einfach abgeballert. Die haben mich einfach weggemacht. Was spielen wir überhaupt für einen Modus? Team Deathmatch. Einfach nach Zeit. Okay, gut. Aha, aha. Komm raus. Aha, komm raus. Aha. Oh, daneben. Aha. Aha. Ihr traut euch eh nicht. Ihr traut euch eh nicht. Aha. Aha. Please. Radar. Radar wurde aktiviert. Oh, ich wurde gesniped. Ich wurde so weggemacht. Gut, jetzt spielen wir mal mit einer richtigen Waffe hier. Mit der Paintbrush Gun. Übrigens, wenn ihr die Paintbrush Gun noch nicht habt, hier rechts auf die erste Seite gehen und auf Redeem drücken. Dann kriegt ihr diese Waffe einfach so kostenlos. Ist eine gute Waffe. Die kann so machen. Wie ihr seht. Damit kann ich jetzt einfach hier langlaufen. Und krieg Kills geschenkt. Es sei denn, der Typ macht mich vorher weg. Und der macht mich vorher weg. So ein Mist. Ich habe mich gerade darauf verlassen, dass von oben jetzt keiner kommt und die Leute mir einfach reinlaufen. Okay, ihr müsst schon zielen. Ihr müsst schon ein bisschen zielen. Das gehört dazu. Zielen gehört dazu, Leute. Aber ich weiß auch nicht, wie hoch ich zielen muss. Dafür hatte ich in diesem Spiel nie ein Gefühl. Oh, was ist das denn hier für eine miese Falle? Oh, Digga. Diese Geschütze sind aber auch wirklich mies. Jeder hasst Geschütze. Also wirklich, warum... Abbrechen. Warum gibt es Geschütze in diesem Spiel, Leute? So, wie hoch geht der Schuss? Zu niedrig, das ist die Höhe, die ich brauche. Aber ich habe ihn trotzdem nicht gekriegt. Sterbt alle! Please, sterbt! Ah, ich habe ihn. Alles, was es brauchte, war ein paar Leute abballern. Und ich wurde abgeballert. Einfach keine Chance. Aber man sollte... Das ist das Problem bei dieser Map. Die Map lädt dazu ein, dass man in die Base des Gegners rüberrennt. Und das finde ich eigentlich nicht cool an Shootern. Hä? War jemand hinter uns? Ist jemand bei uns in der Base? Wie konnten wir das zulassen? Am Anfang, als ich noch so wie ein Sniper-König rasiert habe. Da ging das noch gar nicht. Jetzt auf einmal was los. Please? Hab ihn. Und rasieren. Oh, ich wurde rasiert. Lol. So, ich will aber gleich eine andere Map haben. Die Map mag ich wirklich nicht. Ich habe eine schlechte Beziehung mit dieser Map. Habe auch schlechte Erfahrungen gemacht. So, wir gehen jetzt einmal in Deckung. Sehen, da sind Gegner. Also baller ich auch dorthin. Das war's. Okay. Als nächstes stelle ich wieder ein Geschütz hier hin. Damit die Gegner nicht rüberrushen. Einfach nur... Oh Gott. Zum Schutz von mir. Okay, jemand ist reingekommen, hat mich weggemacht. Aber mein Geschütz hat ihn weggemacht. Und die nächste Person auch noch. Also alles tamam. Hä? Warum ist er nicht gestorben? Ich habe einfach daneben gezielt. Wie heißt das Spiel? Es heißt Big Paintball. Ist auch von Big Games. Schon länger draußen. Sollte man eigentlich können. Warte, hier ist doch safe jemand, oder? Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall ziemlich schlecht gespielt. Aber passt. Passt. So, ich will keine dieser Maps spielen. Wir nehmen mal Concrete. Ist es zwar nicht geworden, aber naja. Okay.
Dann gucken wir uns hier einfach mal um. Die Map ist so ein bisschen unübersichtlich, was mir nicht so sehr gefällt an der Map. Hier gibt es nämlich zu viele Stellen, die man gleichzeitig abaimen muss. Und das muss man beim Map-Building für Shooter auch wirklich beachten, dass es nicht zu viele Stellen gibt, auf die man achten muss. Ich meine, in alle Richtungen hätten Gegner kommen können und aus allen Richtungen sind gerade auch Gegner gekommen. Was soll man da tun, ne? Da ist doch jemand. Und ich wünschte, ich wäre schneller. Warum ist man so langsam? Die Map ist einfach zu groß. Das ist das Problem von dieser Map. Die Map ist zu groß. Und weil die Map... Oh, bitte, bitte. Oh Gott, zum Glück. Weil die Map zu groß ist, fühlt man sich so langsam. Ich muss gar nicht schneller werden, aber die Map muss kleiner werden. Es gibt zu viele Strecken, die man rennen muss, ohne dass man sich irgendwie verteidigen kann. Okay, der Noob hat den abgeknallt. Oh, das ist gut gelaufen für mich. Das ist gut gelaufen für mich. Ich habe abgestaubt. Aha, aha. Please, sterb. Okay, gut, 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 gut. Und da hinten kommt die nächste Person. Aber ich krieg sie nicht. Doch, ich krieg sie, Gott sei Dank. Ich muss hier oben campen. Ich muss halt an Stellen bleiben, an denen ich den Überblick behalten kann. Ah, Mist. Das war jetzt eine Stelle, wo ich hätte den Überblick behalten können, ja. Aber es ist trotzdem anstrengend. Ich fühle mich richtig unter Druck gesetzt. Vor allem, wenn man halt durch eine Kugel sterben kann. Und die Kugel kommt halt von hinten. Was soll man machen? Die Gegner können vorne, hinten, links und rechts sein. Direkt, wenn ihr spawnt schon. Egal wo auf der Map. Man kann sich dagegen nicht verteidigen. Also sterben ist eigentlich... Kann man gar nicht vermeiden in dem Spiel. Seht ihr? Ich meine, der hatte ja noch Spawnschutz, als er mich abgeballert hat. Jetzt bin ich selber schuld. Ich hätte zielen und dann schießen müssen. Niemals zuerst schießen und dann zielen. Ihr habt am Anfang Spawnschutz. Jetzt habe ich schon wieder getan. Ihr habt am... Oh Gott! Ich spawne direkt neben einem Geschütz. Wie ehrenlos ist das denn? Wie auch immer, ihr habt direkt... Ja, Geschütze halt. Ihr habt am Anfang direkt Spawnschutz. Und den dürft ihr nicht aufbrauchen, indem ihr einfach ins Nichts schießt. Jetzt habe ich wieder ins Nichts geschossen, weil ich dachte, der Typ kommt. Und ich wurde weggeholt, weil da jemand gespawnt ist. Das läuft gerade echt nicht gut. Ich sterbe nur noch. Ich sterbe nur noch. Keine Chance. Da ist wieder ein Geschütz und das Geschütz tötet mich, weil man hat gegen Geschütze keine Chance. Hier liegt meine Leiche. Ich bin genau hier wieder gespawnt. Hä? Okay, jetzt bin ich nicht mehr hier gespawnt. Alles gut. Oh Gott, zum Glück hatte ich auch noch Spawnschutz. Okay, jetzt kommt wieder jemand von hinten. Und hat mich weggeholt. Warum ist die Kamera dort gewesen? Hä? Meinetwegen, will ich mich nicht beschweren. Hallo? Hä, warum stirbt sie denn nicht? Ah, die läuft schneller als ich. Einfach die Drohne auspacken für Schutz von hinten. Der wurde abgeballert, das heißt, hier ist jemand. Oh Gott, zum Glück hat er geschossen. Hätte er erst gezielt und dann geschossen, wäre ich tot gewesen. Zum Glück hat er schlecht gespielt. Komm schon, mein Geschütz muss sein Geschütz kaputt machen. Ja! Hallo? Okay, okay. Okay, okay, please. Hier ist wieder zu offen. Hier ist es viel zu offen. Ah! Überall sind Gegner. Kannst du Server wechseln? Nein, wenn ich auf leere Server gehe, dann laggt es. Roblox hat Server in Indonesien aufgemacht und auf den bin ich dann immer. Okay. Mist, ich hätte im Sprung das Geschütz nicht platzieren können. Daran hätte ich denken müssen. Und ich wurde direkt weggemacht. Gar keine Chance. Und jetzt hatte ich eine Chance gehabt. Jetzt hatte ich meinen Spawnschutz nutzen müssen. Aber ihr kennt das, dass ihr spawnt. Denkt euch, da ist ein Gegner und denkt euch, bevor der mir noch wegläuft, muss ich jetzt ballern. Oh nein, ihr müsst erst zielen und dann ballern. Okay. Nicht auf mich schießen, aha! Wenn man schneller wäre in dem Spiel, wäre es cooler. Aber man ist halt nicht schnell, man muss ewig... Guck mal, wie lange ich hier laufen muss, bis ich zur nächsten Deckung bin. Das gefällt mir halt in dem Spiel nicht. Also entweder man muss hier schneller sein oder die Maps müssen kleiner werden. Ich hoffe, als nächstes kommt eine bessere Map, wirklich. Nicht so große Maps. Ja, gegen Leute mit Spawnschutz kann man nichts machen. Es sei denn, man stirbt direkt. Es sei denn, man spawnt direkt mit einem Geschütz vor der Nase. Was soll denn das? Mach ich jetzt auch. So, wer auch immer hier spawnt, kriegt ein Geschütz vor die Nase. Okay, Person ist gespawnt, hat mich abgeballert. Ich hatte keine Chance, es war so schlecht. Ja, deswegen, ich habe nur 42 Kills. Das ist eigentlich richtig schlecht in so einem Spiel. Warehouse finde ich auch nicht schön. Das ist genauso eine schlimme Map. Hier gibt es gerade nur schlechte Maps zur Auswahl. Warum hat meine Stimme dreimal so viel Wert? Keine Ahnung. Ich bin hier oben gespawnt, das ist gut. Meine Kugeln landen aber nicht da, wo sie sollen.
Okay, ich hab's geschafft. Mit einer Menge Konzentration. Und ja, was soll man tun? Man spawnt hier, Gegner können da oben sein, Gegner können aber auch dort sein. Hier spawnt gleich sowieso wieder jemand. Ich hau jetzt ein Radar an, damit ich sie sehen kann, aber ich sehe ja sowieso nur die, die vor mir sind, weil man hat keine Minimap. Da oben ist jemand. Okay, keine Ahnung. Und ich bin weg, weil hinter mir jemand gespawnt ist. Kann man nichts machen. Kann man nichts machen. Man hat halt keinen Überblick über die Map in dem Spiel. Und es wäre so schön, wenn Preston die Maps updaten würde, dass sie einfach besser sind. Achso, das sind gar nicht meine Geschütze. Ich hatte gerade voll das Gefühl, das wäre mein Geschütz. Ja, warum schieße ich auf den mit Spawnschutz, wenn es um mich herum auch genug Leute ohne Spawnschutz gibt? Die ich nicht mal treffe. Hallo? Ich treffe halt wirklich nicht. Zum Glück muss man in dem Spiel nicht nachladen. Dann kann man einfach mal pre-aimen bei Wänden. Hallo? Hä? Die hat mich nicht mal angeguckt. Was ist denn los? Ich bin zu schlecht in diesem Spiel. Muss ich euch ehrlich sagen. Also ich bin eher ein Fan von guten Spielen wie Bad Business. Es ist halt wirklich, was mich an diesem Spiel nicht anspricht. Ich sterbe ungern in Shootern und man kann sich hier nicht dagegen wehren, dass man stirbt. Und man stirbt halt die ganze Zeit, weil überall können Gegner sein und jeder kann einen One-Hitten. Also jeder Treffer ist ein One-Hit, das heißt... Und es gibt keine Sounds, du hast einfach keine Ahnung, wenn ein Gegner hinter dir ist. Du musst dich halt regelmäßig umschauen. Habe ich jetzt gemacht, Zeit verschwendet, in der Zeit hätte ich sterben können von der anderen Seite. Jetzt habe ich nicht nach hinten geguckt und wurde von hinten abgeknallt. Aber es laggt, so ist das Leben, es laggt nun mal. Hallo, warum fällt er nicht um? Keine Ahnung. Warum schießt das Geschütz auf mich, hä? Ah! Der wollte, glaube ich, nicht auf mich schießen. Der hätte mich easy töten können, hat es aber nicht getan. Okay. Okay, danke schön. Kannst du PSX spielen? Nein, kann ich nicht, weil in Pet Simulator X komme ich nur in volle Lobbys rein, sonst laggt es. Und in vollen Lobbys macht es keinen Sinn. Wer hat meine Sentry zerstört? Das merke ich mir. Oh, ich bin so umzingelt. Ich bin so umzingelt. Ich muss hier weg. Ich muss in Deckung. Hallo, stirb doch endlich. Ich muss in Deckung kommen. Es hat so lange gedauert, bis ich in der Deckung war. Danke. Okay, Person war nicht mehr dort. Also mit Geschütz markiert. Person geht da nicht weg. Dann hole ich sie mir jetzt. Aha. Aha. Naja. Ich aim einfach vor. Und er wurde mir weggeklaut. Und ich wurde ihm weggeklaut. Ah. Okay. Zwei Leute mit Spawnschutz. Zwei Leute mit Spawnschutz. Oh Gott. Der hat keinen Spawnschutz mehr. Er hat noch Spawnschutz. Er hat keinen Spawnschutz mehr. Aber er hatte keinen Spawnschutz. Oh Gott. Er hatte so lange Spawnschutz. Oh Gott. Das war so gefährlich. Und ich bin weg. Okay. Na, man schafft es nicht, sich gegen Sentries zu wehren. Okay. Spiel ist vorbei. Ich bin Erster mit gerade mal 47 Kills. Ah. Na gut. Das war's mit Big Paintball. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao.